Ja, sie hat angewandte Theaterwissenschaften und Filmregie in Potsdam studiert, aber auch ein Stipendium der Filmhochschule in Paris gehabt. Ist Regisseurin und Autorin für Film, für Fernsehen, aber auch für Theater und hat Dokumentarfilme unter anderem gemacht über Corinna Harfouch, die Dokumentation Montags in Dresden über drei Pegida-Anhänger, auch den Kinodokumentarfilm Zonenmädchen über ihre eigene Generation, über Erfahrungen ihrer Abiturfreundinnen nach dem Fall der Mauer. Das war, glaube ich, ungefähr 20 Jahre nach dem Mauerfall. Pi mal Daumen. Und sie hat einen Grimme-Preis bekommen für das Porträt der Fotografin Sibylle Bergemann. Und ein Buch hat sie auch geschrieben, Die anderen Leben, Generationengespräche Ost. Das ist vor einem Jahr erschienen. Und auch das gibt es da auf diesem Büchertisch. Genau, wichtiger Hinweis. Dann möchte ich gerne diskutieren mit Sabina Rennefanz. Sie ist Jahrgang 1974 in Beeskow, südöstlich von Berlin geboren. Das ist gar nicht weit weg von da, wo ich aufgewachsen bin. Ich komme aus Märkisch-Oderland, bin in Müncheberg aufgewachsen. Aber du bist nur in Beeskow geboren. Wir duzen uns, weil wir uns kennen, schon länger. Du bist aufgewachsen in Eisenhüttenstadt. Hast in Berlin und Hamburg Politikwissenschaften studiert, beim Jahreszeitenverlag ein Volontariat gemacht und seitdem ist sie Journalistin und Autorin, hat für die unterschiedlichsten Medien gearbeitet, angefangen bei der Märkischen Oder-Zeitung, bei der Zeitschrift Petra, lange bei der Berliner Zeitung, auch im Ausland als Korrespondentin in London, für ganz viele verschiedene Themen. Und noch gar nicht so lange schreibst du jetzt eine Kolumne für den Tagesspiegel über Feminismus, über Ostdeutschland und soziale Fragen. Und für einen Artikel bist du besonders bekannt, nämlich Uwe Mundlos und ich. Uwe Mundlos kennt man von den NSU-Terroristen. Dafür hast du den Deutschen Reporterpreis gewonnen. Das ist nicht dein erster und einziger Preis gewesen, aber der soll an dieser Stelle genannt werden. Und in der Folge dieses Artikels ist eigentlich mein Lieblingsbuch von dir geschrieben worden, nämlich Die Eisenkinder. Die stille Wut der Wendegeneration, das erschien 2013 über die Nachwendegeneration in den neuen Bundesländern. Werden wir bestimmt drüber sprechen. Seitdem hast du dich recht intensiv mit dem Osten beschäftigt, vorher eigentlich gar nicht so viel, aber auch andere Bücher geschrieben, nämlich Die Mutter meiner Mutter oder Mutter to do zwischen Baby und Beruf. Die sind 2015 und 2019 erschienen. Jetzt werden diejenigen, die das Plakat studiert haben oder die Ankündigung im Internet sagen, wieder war doch noch irgendjemand. Geplant war nämlich auch, dass Suki, die Musikerin, kommt, die im Film auch aufgetaucht war. Die musste leider sehr kurzfristig aus persönlichen Gründen, die ich hier nicht ausbreiten kann, aber sehr gut nachvollziehen kann, ihre Teilnahme absagen. Wir versuchen dann einfach eine bilaterale Geschichte dann aber digital nachzuholen und das wird man dann auf den üblichen Kanälen mitkriegen. Mich selber habe ich ganz, ganz am Anfang mit zwei Sätzen Fürstenberger Abgeordnete für die Linke in Berlin im Bundestag schon mal vorgestellt. Aber ich will noch ein paar Sätze zu mir sagen, die auch mit diesem Film zu tun haben. Einiges hat man im Film ja auch schon gehört. Ich bin eine halbe Stunde von der polnischen Grenze entfernt in Müncheberg, Kreis Strausberg aufgewachsen, habe in Sachsen im Erzgebirge studiert, war 21 Jahre alt, als die Mauer gefallen ist und war damals sehr engagiert im Neuen Forum, das im Bündnis 90 aufgegangen ist. Und das war auch einer der Gründe, warum die Stasi damals eine Akte für mich angelegt hat. Und wie viele Frauen im Film war ich voller Träume und Hoffnungen und habe alles Mögliche erwartet. Aber ich wurde schon vor meinem ersten Arbeitstag arbeitslos. Also ich habe noch einen Vertrag unterschrieben, aber die Arbeit antreten konnte ich dann leider auch nicht mehr. Und bin wie viele andere junge Frauen damals ausgewandert. Meine Erfahrungen dort habe ich im Film ja berichtet, die waren nicht nur schön. Ich bin 1998 zurückgekommen, mir hat einfach die Heimat gefehlt, habe aber noch für ein paar Jahre beruflich im Westen gearbeitet und da diverse, zum Teil auch sehr schräge Erfahrungen gesammelt, was die Geschlechtergerechtigkeit angeht. Aus dem Grunde habe ich mich sehr viel und sehr intensiv für die Rechte von Frauen auch am Arbeitsplatz eingesetzt, habe den Frauenpreis des Landes Berlin 2010 dafür gekriegt und 2015 für die Böll-Stiftung ein Papier geschrieben, das liegt dort auch vorn herum ein paar Mal kopiert, kann man sich einfach so mitnehmen, zum Thema Frauen- und Familienpolitik in Ost und West, vor und nach der Wende, eben auch mit der Blickrichtung, welche Auswirkungen hat denn das eigentlich noch auf die Gegenwart. Ich habe auch Bücher geschrieben, eins heißt Mauern einreißen, das liegt auch dort vorne auf dem Tisch,
bin aber eigentlich Digitalpolitikerin. In der letzten Legislatur habe ich 42 Reden gehalten, aber 40 davon haben immer mit einem Satz aufgehört, egal ob ich über Breitband oder irgendwas anderes gesprochen habe. Mein letzter Satz war immer: Informationen zu Schwangerschaftsabbrüchen haben im Strafrecht nichts verloren. Paragraph 219a gehört abgeschafft. Ich hoffe, ich muss das nicht mehr beliebig lange sagen, weil es wird auch mir ein wenig öde. Ich hätte das endlich gerne weg. Ja, das habe ich jetzt lang genug uns alle vorgestellt, dass man ein bisschen besseres Bild hat, mit wem man hier jetzt eigentlich gemeinsam redet. Bevor wir über die Inhalte des Filmes reden, möchte ich dich, Sabine, gerne fragen, wie denn eigentlich es zu diesem Film kam. Wie kam der zustande? Wie kam es dazu, dass dieses Thema in dieser kleinen Miniserie von vier Filmen zur Sicht der Frauen auf Geschichte aufgetaucht ist? War das schwer, dieses Thema zu platzieren? Und vor allem, es gibt solche Filme ja selten, aber wenn es mal welche gibt, sind sie meistens ziemlich undifferenziert. Und den fand ich ausgesprochen differenziert. War das ganz einfach oder ist man da auf Widerstände gestoßen? Das würde mich gerade mal interessieren. Ja, hallo erstmal, freue mich sehr. Ganz formal gab es die Idee für eine Reihe im Rahmen der dieses Geschichte im Ersten, History, was sozusagen als Wortspiel für Hörstory umgewandelt wurde, dass also bestimmte Themen, interessante Geschichtspunkte aus weiblicher Sicht erzählt werden sollten. Und mich erreichte die Anfrage, das heißt die Idee, dass ich innerhalb dieser vierteiligen sozusagen Probe, das ist eine Probe eigentlich, diese vier, ob es genug Zuschauer und Zuschauerinnen findet, ob das sozusagen fürs Fernsehen, fürs Öffentlich-Rechtliche interessant ist. Da war der Mauerfall und die ostdeutschen Frauen sozusagen schon vorgesehen. So. Und mich erreichte die Anfrage, das zu machen. Und gefühlt sind in diesem Film ganz viele meiner Filme, die ich vorher gemacht habe und meiner eigenen biografischen Auseinandersetzung damit irgendwie zusammengelaufen. Es war eigentlich fast so, wie als ob es so alle Fäden so auch in diesem Film ein Stück weit mündeten. Also ich habe diese Anfrage bekommen und also aus all meinen Erfahrungen, ich mache seit 20 Jahren Filme fürs Fernsehen und fürs Kino und ostdeutsche Themen, die nicht dass die Stasi-Thematik oder Opfer und Täter, Mitläufer behandeln, die sind nach wie vor nicht so einfach unterzubringen, zu finanzieren. Ja? Also es gibt ja sehr viele Filme zu diesen Themen, aber zu allem anderen ist es nach wie vor ein Kampf, sie unterzubringen. Insofern war mir dann schon sehr schnell klar, dass das eine große Chance ist, auch hier mal so einen Fuß auch auf ein Territorium zu setzen und zu markieren, dass es hier was gibt, was gab, was wenig im Diskurs verhandelt wurde bisher und was aber gut wäre, dass das einfließt. So. So wie das sich die Firma auch vorgestellt hatte, als sie diese Reihe, es ist dann also sozusagen etwas anders nochmal mit mir geworden. Also ich habe dann innerhalb einer Woche dieses Konzept geschrieben. Das ging alles auch sehr schnell. Es war so, als ob es irgendwie auch gewartet hätte auf mich ein bisschen. Dann freue ich mich eigentlich total, hier zu sagen, dass der Redakteur, der diese vier Teile betreut hat, mir wirklich inhaltlich absolut freie Hand gelassen hat. Also klar, Redakteure wollen mitreden und dann geht es um Titel und es geht um Kommentar. Und also es ist sozusagen, man muss immer gucken, was ist wem wichtig. Es ist auch immer so ein bisschen Verhandlungssache. Das sind ja Auftragsfilme in dem Sinne. Es ist anders, als wenn ich fürs Kino arbeite. Also natürlich muss man sich ins Benehmen miteinander setzen, aber irgendwie sprang der Funke sehr schnell über. Also ich glaube, auch ihm war schnell klar, also auch das Konzept hat er sozusagen genommen und gesagt, wusste ich nicht, finde ich gut. So, und dann habe ich es gemacht. Also das hört man ja wirklich gern, weil man nämlich tatsächlich den Eindruck kriegt, so einfach ist das oft nicht.
Gerade mit diesen Themen und gerade mit der differenzierten Sichtweise, vielleicht ist es ja ein Zeichen dafür, dass so 32 Jahre nach dem Mauerfall man doch auch ein bisschen anders auf dieses Thema gucken kann, als es in den letzten 3 Jahrzehnten der Fall war. Also mich hat das schon sehr genervt, diese Einseitigkeit und vor allem auch der Umstand, dass man solche Themen eigentlich immer nur in den regionalen Ostsendern gesehen hat und gar nicht in der ARD. Das freut mich daher auch, dass so viele Menschen in der Mediathek kommentiert haben. Also kann man immer noch machen, also freundlichen Kommentar dazu schreiben. Da waren übrigens nicht nur Ostdeutsche, die gesagt haben, endlich unsere Geschichte mal auf eine solche Art und Weise dargestellt, sondern es waren auch ganz viele Westdeutsche, die geschrieben haben, dass sie das ja eigentlich gar nicht wissen. Und woher sollen sie es denn wissen, wenn es nur in Ostsendern läuft, die man natürlich, weiß ich, in Nordrhein-Westfalen nicht so oft guckt. Ja? Wer guckt da RBB? Ausgewanderte Ossis wahrscheinlich. Ne? Insofern hoffe ich, dass das jetzt eine gewisse Veränderung ist. Ja, du beschäftigst dich ja seit einiger Zeit mit dem Thema Osten. Viele der beschriebenen Fakten weißt du eigentlich und kennst du schon, aber trotzdem würde mich interessieren, gab es denn an dieser Dokumentation auch irgendwas, was für dich nochmal neu war oder besonders berührend oder wo du irgendwelche Gedankenwanderungen hattest zu anderen Themen, die uns bewegen? Ja, ich sage auch erstmal Hi und danke für die Einladung. Und ja, ich finde es auch immer noch total verblüffend, dass dieser Film in der ARD läuft und den kann man sich immer noch angucken, den kann man sich, glaube ich, richtig lange noch angucken. Da ist kein Zeitlimit, also so wirklich so ein, also ein Jahr Zeitlimit. Keiner, wer irgendwie, wo irgendwie dann irgendwie doch noch reingedrückt wird, die Frauen waren irgendwie im Osten alle unterdrückt. Also und aber auch nicht so eine Schönfärberei, so wir waren irgendwie alle die Superheldinnen. Ja, also das fand ich schon auch echt, echt toll. Und was mich vor allen Dingen, also es gibt ganz viele Punkte, Frauen auch, die dort auftauchen, die mich irgendwie berührt haben. Aber was mich total geflasht hat, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, woran ich gerade arbeite. Also ich schreibe gerade über die Auswirkungen auf Frauen in der Corona-Krise. Und als dann diese eine Frau sagte, ja, wenn man Frauen aus dem Arbeitsmarkt rausdringen will, dann muss man die Kindertagesstätten schließen. Das hat mich irgendwie, also diese Parallelität, diese Krise vor 30 Jahren und die Krise heute, also es hat auch irgendwie eine sehr starke Krise, sehr starke Auswirkungen auf Frauen, auf ja, Erwerbstätigkeit von Frauen. Also Frauen haben Stunden reduziert jetzt in den letzten 2 Jahren, also wegen der Kinderbetreuung, aber auch wegen des geschlechterspezifischen Arbeitsmarktes. Und es zeichnet, man kann das jetzt noch nicht so sagen, aber es zeichnet sich schon einfach ab, dass diese Krise vor allen Dingen Frauen viel stärker trifft als Männer, also was Einkommen angeht, was Karrierechancen angeht und so. Und diese historischen Parallelen da zu sehen, also das war mir irgendwie, obwohl ich meine viel zu wissen über diese Zeit, das war mir so nicht bewusst, also das hat mich irgendwie, ja, hat sehr viele Gedanken ausgelöst. Für mich gab es übrigens auch einen Satz, der was ausgelöst hat. Eigentlich auch was ich rational so irgendwie schon gewusst habe, aber ich meine damit den Umstand, dass wir in Ostdeutschland überwiegend immer noch so eine Art verlängerte Werkbank sind. Also irgendwelche Headquarters von irgendwelchen Firmen gibt es hier sehr, sehr wenig, insbesondere von sehr großen Firmen. Und das ist halt dann immer oft Verhandlungsmasse, wenn man nur so eine Produktionszweigstelle von irgendwas ist. Dann kann man die auch auf- oder zumachen. Und das passiert halt auch immer wieder. Und in einem Satz von, ich muss den Namen gerade mal abgucken, der Heidrun Grimm, der Ingenieurin in diesem Textil-Trikotagenwerk, als man ihr gesagt hat, sie darf 5, 6 Leute behalten und sie sagte, sie muss überlegen, welche Näherin behält sie, welche Schnittkonstrukteurin behält sie, Designerin darf sie keine behalten. Genau in diesem einen Satz zeigt sich das eigentlich. Die gestaltende Rolle ist gar nicht vorgesehen, sondern nur die des, weiß ich, Nähens, aber nicht des Bestimmens, was genäht wird und wie es aussieht. Also ich fand, dass das in dieser sehr kleinen Sache, auch wenn diese 5, 6 sind ja dann auch noch entlassen worden, aber in diesem einen Satz hat sich das eigentlich ganz schön gezeigt. Jetzt warst du, glaube ich, bei der Wende 15. Du warst 18, ich war 21. Das liegt sehr nah beieinander. Wir haben aber festgestellt, also ich eigentlich erst, als ich dein Buch Eisenkinder gelesen habe, dass sehr wenige Jahre Unterschied unfassbar viel ausmachen können, wie sich das auf das eigene Leben ausgewirkt hat. Also Lebensalter während Mauerfallzeit. Das ist ja eigentlich auch ein Hauptthema deines Buches.
Vielleicht könnt ihr beide mal, aber zuerst du, anfangen zu erzählen, was so der Zusammenhang zwischen Lebensalter und was dann so in der Wende passiert ist. In dem Fall zum Beispiel 15-Jährige. Was heißt das, 15-jährig zu sein damals? Na, ich fand das ganz interessant. In dem Film ging es ja auch darum, und auch, was du eben gerade gesagt hast, welche Hoffnungen und Erwartungen ihr so an den Mauerfall hattet. Und ich meine, ich war 15, ich glaube, ich war das erste Mal verliebt in wahrscheinlich einen Jungen, dem ich das nie gesagt habe oder so. Und war in Eisenhüttenstadt im Internat und es war ja auch alles total anders als heute, ne? Also es gab kein Telefon, jeder hatte nicht ein Telefon in der Tasche und so. Es gab irgendwie ein Telefon in der Stube von der Erzieherin. Und wir haben zum Beispiel den Mauerfall überhaupt nicht mitgekriegt. Also ich habe am 9. November geschlafen, ne? Weil wir durften ja nur irgendwie so aktuelle Kamera gucken. Das wurde überwacht. Westfernsehen war nicht erlaubt und dann. Später haben wir irgendwie Radio gehört, Rias, und da lief normalerweise Musik und an dem Abend lief keine Musik, sondern es ging irgendwie um so eine Reisegeschichte, Reisenachrichten, haben wir nicht verstanden, was das bedeutet, einfach ausgemacht. Und dann am nächsten Morgen gab es das Gerücht, die Mauer ist auf, und ich weiß aber, dass ich das am Anfang gar nicht geglaubt habe. Ich bin ja wirklich so aufgewachsen, ja, die Mauer steht 100 Jahre und man hat es irgendwie geglaubt. Ich habe immer so gedacht, ja, wann kann ich mal in den Westen reisen, wenn ich Rentnerin bin, und habe dann so, ja, es wäre irgendwie so 20, 35 oder so gewesen. Ist jetzt eigentlich gar nicht mehr so weit weg. Oh je. Genau, aber genau, inzwischen habe ich es schon geschafft, aber es ist in der letzten Zeit, in den letzten 2 Jahren, sind einem diese Sachen natürlich auch wieder so in den Kopf gekommen, als man dann doch nicht wieder nicht nur nicht in den Westen, sondern auch nicht an die Ostsee oder so reisen konnte. Was dann danach passierte, also wir haben halt, ihr konntet so schon in die Welt raus, ihr wart irgendwie erwachsen, auch unabhängig von euren Eltern, aber ich hing ja noch in dieser Schule rum und war von meinen Eltern abhängig und von den Lehrern, und es war einfach dann die nächsten Jahre sehr, sehr viel Chaos angesagt, also alles änderte sich, das Leben stand wirklich Kopf, und die Eltern und die Lehrer, die waren halt mit sich beschäftigt, also die Dörte Grimm sagt das ja auch in dem Film, die hatten irgendwie den Kopf mit anderen Sachen voll, die kämpften ums nackte Überleben und um ihre Arbeitsplätze und darum zu verstehen, was jetzt eigentlich Sache war. Und es gab halt diese kurze Aufbruchszeit, vielleicht so bis zur Wahl im März 1990, und danach war ja relativ schnell klar, dass es auf diese Einheit hinaus lief, und ich gehörte auch zu jenen, ich meine, es war ja eigentlich eine totale Minderheit, die irgendwie an diesen anderen Sozialismus glaubten, aber meine Eltern und ich gehörten irgendwie auch zu dieser Minderheit, und diese Einheit und dieser Kohl, das fand ich alles ganz schlimm und wehrte mich sehr dagegen und hatte dann so eine Anti-Haltung, die sich dann auch durchgezogen hat, und es änderte sich dann in der Schule sehr, sehr vieles, und es war irgendwie überhaupt nicht klar, ob das Abitur anerkannt wird, und über der Stadt Eisenhüttenstadt lag dann auch so eine Glocke der Depression eigentlich, weil ja dann 1990 wurden dann auch das Stahlwerk wurde nicht zugemacht, aber von 16.000 Arbeitern blieben dann nur noch 8.000 übrig, und eine Hälfte wurde quasi entlassen, und es gab dann wirklich einfach so eine ganz schlimme Stimmung. Und es wurde aber auch nicht so richtig über diesen Schmerz geredet. Das finde ich ganz interessant. Also die Eltern, also die Erwachsenen redeten nicht drüber, und wir Jugendlichen redeten da auch nicht drüber. Und da bin ich eigentlich nur drauf gekommen, als ich dann recherchiert habe für mein Buch und als ich dann so ehemalige Klassenkameraden getroffen habe und gefragt habe, warum haben wir uns da eigentlich nicht ausgetauscht? Wir hatten alle so ähnliche Probleme. Ja, aber hat man irgendwie nicht gemacht. Und das ist, glaube ich, der Unterschied. Also ich frage eigentlich immer, wenn ich so Ostdeutsche treffe, ja, wo wart ihr 1990, 89, 90 und wie alt wart ihr? Weil es macht wirklich einen Unterschied, ob man in Berlin war, ob man in Leipzig war oder ob man irgendwo auf dem Land in Thüringen oder in Brandenburg war, ob man noch in der Schule war oder ob man im Studium war. Ja, wir waren, also ich habe 90, das letzte DDR-Abitur haben wir gemacht, und es war irgendwie immer so erzogen für eine Zukunft, die da nicht eingetreten ist. Also die meisten von uns haben dann ja nicht die Studien angefangen, für die sie sich beworben hatten oder irgendwelche Bestimmungen,
hatten sich geändert und auch mein Volontariatsplatz war dann über Nacht quasi weg. Und das hat eigentlich, also es war eigentlich so eine, also eigentlich wie so ein Tanz habe ich das so in Erinnerung. Also dass wir, also ich habe alles dafür getan, möglichst weit weg, auch aus diesem Deutschland wegzugehen. Also ich bin ins Ausland, erstmal nach Paris, später war ich dann überzeugt, dass ich nach Portugal auswandere. Also ich habe sozusagen wirklich sehr lange geglaubt, dass ich mit diesem wiedervereinigten Deutschland eigentlich nicht so viel zu tun habe, also emotional. Es war irgendwie nicht mein Land. Also ich habe ziemlich lange gefremdelt mit diesem Land. So, ich hatte auch keine, das erzählt der Film Zonenmädchen, das ist irgendwie, es gab auch keine Sehnsucht nach dem Westen, sondern es gab Sehnsucht nach Frankreich, nach Paris, Und was später habe ich dann festgestellt, dass das etwas ist, was schon auch so was Typisches für meine Generation ist, dass wir alle relativ lange gebraucht haben, bis wir so wussten, wo wir so im Leben hingehören. Also wir haben alle relativ spät auch angefangen, ich besonders spät, aber auch sonst habe ich so um mich herum relativ spät, welche Studien, welche Berufe, es gibt so exzessive Fluchten, finde ich, in unserer Generation, entweder eben ins Ausland, in Beziehungen, in Familie, Konstrukte, also sozusagen es gibt, ich finde es in meiner Generation mehr vielleicht als so sonst, dass sie lange versucht haben, eigentlich abzutauchen, woanders hin zu gehen, aber nicht da zu sein und das, was sie eigentlich hätten tun sollen, nämlich so, also das so auf die Schultern zu nehmen und so Karriere zu machen und da zu sein, dann einfach spätestens 10 Jahre nach Schulabschluss an bestimmten Führungspositionen das zu reklamieren, dass wir dort sind. Das hat, glaube ich, in unserer Generation alles viel länger gedauert. So diese Ostdeutschwerdung auch. Also das kann man, so für mich kann ich das ganz klar sagen, ist auch so, ist ein persönlicher Aufhänger auch gewesen, eben jener Film Zonenmädchen, in dem ich meine 4 Schulfreundinnen und meine eigene, wir sind dann nochmal nach Paris gefahren, wir sind nämlich alle nach Paris aufgebrochen nach dem Abitur und es geht sozusagen so darum, ja, was ist denn an Prägungen eben noch da? Und das war eigentlich sozusagen so der Aufhänger, weil in diesem Film mir ganz vieles begegnet ist, wo ich immer dachte, ah ja, das ist ja interessant, Phänomen, unsere Familien betrifft nur uns. Also, dass unsere Eltern nicht mit uns reden wollen über bestimmte Themen, es betrifft natürlich nur uns. So. Und als ich dann aber eben mit dem Film unterwegs war, im Land zur Kinotour, habe ich halt festgestellt, nee, das betrifft überhaupt nicht nur uns, das betrifft ganz viele, zum Beispiel dieses Nichtreden in den Familien, daraus ist dann das Buch auch entstanden, diese Generationengespräche, die anderen leben und auch sonst, finde ich, gibt es so Parallelen auch so in unserer Generation, finde ich. Also man kann es ist wirklich sehr, also wenige Jahre machen einen großen Unterschied. Ja, und trotzdem gibt es natürlich, also gerade so mit dem Fluchten und so und mit dem irgendwie doch erstmal anecken oder nicht so richtig so wissen, wie man, wer man ist, wo man hin soll, das sehe ich so, also sehe ich so zumindest bei mir und ich dachte am Anfang ja auch immer, dass es nur so ein, also dass ich ziemlich lange gebraucht habe, um irgendwie so erwachsen zu werden. Das ist irgendwie so mein Problem, mein individuelles Problem. Und dann irgendwie, als ich darüber geschrieben habe, haben halt auch ganz viele andere, ja, sieht man dann, okay, andere Leute haben auch diese Probleme. Aber ich wollte zum Beispiel auch, ich wollte ganz lange keine Ostdeutsche sein. Also ich fand das ganz unangenehm und ganz, also gerade so in den 90ern, ich habe in Hamburg dann studiert, da war das so ganz schambehaftet, regelrecht peinlich, irgendwie aus dem Osten zu kommen. Ich weiß nicht, ist euch das auch so gegangen oder? Nee, bei mir war es eher umgekehrt. Also ich bin ja nach Hessen ausgewandert und habe also immer so einen gewissen Ossi-Stolz vor mir hergetragen. Und mir sind auch die abstrusesten Vorurteile begegnet. Das war ganz krass. Also bei der Arbeit war es mehr dieses Thema,
der ambitionierten, ehrgeizigen Frau. Ja, ich war dann irgendwie zu aggressiv und karrieregeil, war eine beliebte Wortkombo, die mir begegnet ist. Einfach, weil ich das Gleiche wollte wie die Männer und gar nicht verstehen konnte, warum das für mich nicht möglich sein soll. Ich kriegte ja auch tolle Bewertungen und solche Sachen. Oder als ich dann mein Kind hatte, dass mir dann von meinen eigenen Vorgesetzten ins Gesicht gesagt wurde, wie mein armes Kind asozial würde, weil es einen Kindergarten besuchen muss und das für eine Mutter ist völlig irrelevant, das Karriere zu machen. Und ach, es gab noch ganz viele andere Beispiele. Mir zum Beispiel gesagt worden ist, ich hätte ja einen roten Karriereteppich vor mir ausgerollt gehabt, aber ich hätte den ja eingerollt, ich sei ja abgebogen, ich hätte mich ja entschieden, ein Kind zu kriegen und ich wäre sozusagen selber schuld. Ich habe diese Argumentation gar nicht verstanden. Ne? Und nachdem man mir immer wieder erzählt hat, wie schrecklich es meinem Kind schadet, habe ich immer gedacht, was für ein Glück, dass ich dieses Ossi-Teflon habe, dass es einfach gar nicht in meine Großhirnrinde vordringt, weil ich innerlich nur denke, ja klar. Also ich habe mir öfter vorgestellt, ich habe ja solche Frauen kennengelernt, die einen anderen Hintergrund haben, die, weiß ich, Schweizer Eltern haben oder hessische Eltern haben oder Schwiegereltern vor allem, die sind ja besonders schwierig. Wenn die mir erzählt haben, wie sie von eigenen Eltern und von Schwiegereltern genau das Gleiche erzählt kriegen, das mir ja nie passiert. Also ich hatte ja meinen familiären Hintergrund, da gab es ja dafür immer Verständnis und Unterstützung, die haben alle gemeinsam so gemacht. Das hilft einem natürlich, aber wenn man das anders erfährt, glaube ich, stellen sich da vielleicht manche Mütter schon in Frage. Was ich übrigens gerade total interessant fand, ist, ich wollte ja auch auswandern. Das ist ja nur durch einen Zufall nicht dazu gekommen, aber ich habe nicht nur in England studiert, das war ja klar, dass es temporär ist, ich habe dann nur einen Master gemacht, aber ich wollte richtig, 1992 wollte ich nach Chile auswandern. Und das ist wahrscheinlich das weitestmögliche in Kilometern, was man so von Deutschland, glaube ich, 12.000 Kilometer oder auf jeden Fall über 10.000, richtig weit weg. Ich war auch schon da, habe mir schon alles angeguckt, potenzielle Arbeitsplätze und so weiter. Und das ist eigentlich nur daran gescheitert, dass ich gemeinsam mit meinem damaligen Freund auswandern wollte, und er dort schon quasi eine Jobperspektive hatte, sich das aber ein bisschen hinzog, weil die Firma musste erst gebaut werden, in der er arbeiten sollte. Und das zog sich dann halt statt 4 Wochen 6 Monate. Und in der Zeit habe ich mich dann halt in einen anderen Mann verliebt. Und dann wollte ich halt nicht mehr mit dem auswandern. Aber ich wäre sonst irgendwie in Chile gelandet vielleicht. Und wer weiß, wie mein Leben weiter verlaufen wäre. So bin ich halt nur bis Hessen gekommen und das war dann nicht so prickelnd. Aber tatsächlich hat sich auch, also in meinem Leben auch so eine Verlangsamung, da haben sich so Dinge gedehnt. Komische Geräusche. Ohne so ein Hintergrundgeräusch. Das auch noch an. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, also die Ossis hier werden das wissen, man hat relativ früh Kinder gekriegt. Das war auch in meinem Umfeld so. Und so kam es, dass mein Papa, der Arzt ist, zu meinem 24. Geburtstag mir gratulierte mit den Worten, ab jetzt geht es mit der Gebärfähigkeit nur noch bergab. Und ob ich mich nicht mal ein bisschen beeilen will. So. Habe ich dann aber nicht, weil ich hatte ja ein Studium aus dem Osten. Ich habe freie Textilkunst studiert, das war nicht anerkannt. Aber selbst wenn es anerkannt gewesen wäre, hätte eh kein Schwein gebraucht. Also es war wie Staatsbürgerkunde oder Russischlehrer, brauchte kein Schwein. Das heißt, ich musste mich auch umorientieren, aber weil mein DDR-Stipendium anerkannt war, war ich nicht BAföG-berechtigt. Ich wollte also nochmal studieren, musste das aber alleine bezahlen, musste dann also erstmal ein paar Jahre arbeiten, um Geld zu sparen fürs Zweitstudium. Und dadurch zogen sich Dinge und natürlich habe ich in der Zeit kein Kind gekriegt. Und so wie mir, vermute ich, ist es sehr, sehr vielen anderen jungen Frauen in dem für ostdeutsche Frauen typischen Gebäralter gegangen. Es war ja auch alles im Umbruch, es gab wenig Arbeitsplätze, man wusste auch wirklich nicht, welcher Studiengang ist denn jetzt sinnvoll oder nicht. Ich bin zum Beispiel in Frankfurt am Main zum Arbeitsamt gegangen und habe gesagt, was könnt ihr mir denn empfehlen für ein Studium? Mich interessiert nur eine Ausbildung, mit der ich niemals arbeitslos bin, der Rest ist mir egal. Also so bin ich da hingegangen. Ne? Die haben Gott sei Dank mich dann etwas klüger beraten und nicht nur nach diesem einen Aspekt. Aber so bin ich übrigens zur internationalen Betriebswirtschaft als Zweitstudium gekommen. Das erklärt einiges. Aber dadurch hat man natürlich ein paar Jahre erstmal bestimmte Dinge aufgeschoben. Und so ist die Geburtenrate eingesunken auf den historisch niedrigsten Wert, der jemals weltweit in irgendeinem Land zu irgendeiner Zeit gemessen worden ist. War, glaube ich, bei 0,5 Kindern oder so lag der damals.
Das war also unfassbar niedrig. Nicht mal im Zweiten Weltkrieg ist die Geburtenrate so niedrig gewesen. Und das hatte einerseits mit der Verunsicherung zu tun, andererseits mit der Neuorientierung, vielleicht aber auch mit dem Umstand, dass man die Welt erobern wollte und erstmal überall hinreisen und das mit so einem Kind am Bein halt schwieriger zu bewerkstelligen. Ja, was mir auch noch aufgefallen ist, ist, glaube ich, bei euch ähnlich gewesen, dass man, also vor allem in deinem Alter damals, so mit 15, orientiert man sich ja sehr stark an Erwachsenen, an Eltern, an Lehrkräften. Das kann man ja eigentlich gar nicht, wenn man erlebt, wie die alle auch nicht wissen, was los ist. Niemand von denen konnte dir damals sagen, was morgen ist. Keiner konnte dich für dein Leben beraten. Du musstest eigentlich schneller erwachsen werden. Und ich kann mich noch erinnern, als ich dann das zweite Mal studiert habe im Hessischen, da hatte ich das Gefühl, im Vergleich zu den anderen, die mit mir studieren, die da so einen ganz normalen westdeutschen Lebenslauf hatten, war ich so eine halbe Oma. Ich hatte gefühlt schon irgendwie 10-mal mehr erlebt als die. Und das war eine ganz interessante Erfahrung. Aber die wussten übrigens auch alles besser. Also die haben mir, meine eigenen Kommilitonen im Hessen, haben mir erzählt, dass ich also lügen muss, weil man konnte in der DDR ohne SED-Mitglied sein gar nicht studieren. Ich muss also, weil ich studiert habe, SED-Mitglied gewesen sein. Ich konnte 10-mal sagen, dass das technisch gar nicht ging, war vom Alter her und wann man sich bewirbt und so, haben sie mir halt nicht geglaubt. Das tat schon irgendwie weh. Oder der Umstand, dass ich an dieser Schule als Einzige, ich war auch Einzige und Erste Ossi da, musste ich Eingangsprüfungen in Englisch und Französisch ablegen, weil die einfach nicht geglaubt haben, dass man das auch in der DDR lernen konnte. Also so eine Dinge sind einem da halt begegnet. Insofern kein Wunder, dass man dann auch wieder zurück wollte. Aber diese mangelnde Orientierungslosigkeit, war das für dich auch ein Thema? Und du schreibst ja auch in deinem Buch darüber, auch über Zusammenhänge mit der NSU. Das würde mich nochmal interessieren, wenn du dazu noch was sagen kannst. Naja, das war natürlich ein ganz, ganz großes Thema. Also das ging los, wie gesagt, dass man nicht mal wusste, ob man überhaupt diesen Abschluss machen kann. Und dass halt die Lehrer verschwunden sind im Jahr 1990. Also der Staatsbürger, erst war der Staatsbürgerkundelehrer plötzlich der neue Gesellschaftskundelehrer und dann war er weg. Und ja, dann irgendwie die Parteisekretärin, dann war die Direktorin weg, dann wurde die alte Parteisekretärin Direktorin und es war irgendwie alles so, dann war irgendwie nicht klar, ob man Abitur macht, ob das im Westen anerkannt wird, ob das multipliziert werden muss mit einer bestimmten Zahl. Weil ja die Noten immer irgendwie im Osten hinterhergeworfen wurden. Das und wurde so. Mir wörtlich von der Direktorin meiner Ausbildungsschule dort auch gesagt, ja. Genau, und ich meine, also bei mir kommt jetzt auch noch so vielleicht so erschwerend hinzu, oder also mein Vater war halt irgendwie, der war Schlosser und sein Kombinat wurde 1990 zugemacht und dann irgendwie hat er sich eigentlich dann so immer so von Job zu Job gehangelt und Weiterbildung gemacht, Computerkurse, Umschulung, aber war irgendwie, also die ganzen 90er Jahre war der eigentlich total mit sich beschäftigt und auch so meine Tante, die so sehr wichtig für mich war, die hat auch ihre Arbeit verloren und die ist so total depressiv geworden und saß irgendwie eigentlich nur noch in ihrem Zimmer mit zugezogenen Gardinen und die waren eigentlich alle nicht mehr ansprechbar und ich weiß noch, als es dann, also das letzte Jahr, ich frage mich immer, wie ich so mein Abitur gemacht habe, weil ich habe dann wirklich so angefangen, so ziemlich krass zu schwänzen. Und ich war ja im Internat, also meine Eltern haben das nicht mitgekriegt und so. Und es hat aber auch keinen so richtig interessiert und weiß nicht, also es war jetzt auch nicht so besonders schwer. Das klingt jetzt irgendwie so streberhaft. Ja, ich habe das dann trotzdem alles geschafft, aber die haben uns ja die Noten hinterhergeworfen. Also von daher musste man auch nicht so anstrengen. Und ich weiß noch, dass ich überhaupt nicht wusste, was ich studieren sollte. Ich wollte eigentlich was mit Sprachen machen, aber da haben alle gesagt, da wirst du eh arbeitslos und so. Genau den gleichen Satz. Die haben mich nämlich im nächsten Satz gefragt, nee, also es geht auch danach, wofür man talentiert ist und wofür man Interesse hat. Da habe ich gesagt, na dann, was mit Sprachen? Und da haben die gesagt, nee, das ist genauso brotlos wie Kunst, da werde ich dann arbeitslos. So kam das dann mit BWL plus Sprachen. Ne? So ist ja, das haben so aus meiner Klasse, die haben eigentlich fast alle Banklehren gemacht, weil Sicherheit und so. Und ich dachte aber, nee, oh Gott, ich eine Banklehre, kriege ich nicht hin. Und dann habe ich irgendwie angefangen, mich für Politikwissenschaften zu interessieren. Und ich meine, kein Mensch in meiner Familie hat verstanden, was das für ein Fach ist. Ich habe es auch nicht verstanden, was das für ein Fach ist. Ich weiß nicht, aber so 1994 habe ich angefangen zu studieren, da
war auch schon so viel anderes klar, also auch so viele kleine Sachen wie zum Beispiel diese BAföG-Anträge, ne? Das war alles so schwer, da habe ich mich irgendwie selber durchgefummelt und ich weiß, wie meine Mutter, die hat es auch nicht geschafft, das zu verstehen. Wir kannten auch diese Sprache ja nicht, diese bürokratische Sprache, und ich denke halt oft so, heute, wenn ich jetzt so Flüchtlingsfamilien sehe, wenn du deutsche Sprache nicht so deine Muttersprache ist, das ist alles oft überhaupt nicht niedrigschwellig, ja. Das ist so schwer zu verstehen, da hat man als Muttersprachler Probleme, und naja, da haben wir uns irgendwie so durchgekämpft, und dann Politikwissenschaften, hat schon keiner mehr in der Familie gefragt, was das ist, und ich weiß noch, es gab aber so eine Verbleibsstudie irgendwie, die damals dann beim Arbeitsamt auch verteilt wurde mit dem warnenden Hinweis, dass man es vielleicht sich gut überlegen soll, irgendwie, dass so ein großer Teil derjenigen, der Politikwissenschaften studieren, Taxifahrer werden, und das fand ich aber irgendwie keine so abschreckende keine abschreckende Zukunft, weil ich dachte, ach, ich fahre eigentlich sehr gerne Auto. Also wenn gar nichts wird, werde ich Taxifahrerin. Und ich denke auch heute noch, ich habe ja gerade meinen Job gekündigt, und ich also ist natürlich so eine crazy Sache, ne, so einfach den Job zu kündigen, ohne was anderes zu haben. Aber ich denke immer, ach, wenn gar nichts mehr läuft, ich kann auch irgendwie so bei DHL, nee, ich bin ja, denke jetzt nicht mehr, Taxi ist jetzt nicht mehr so die Zukunft, ich denke eher so DHL-Pakete ausliefern. Also, und dann frage ich mich auch, das hat doch schon vielleicht was mit dem Osten auch zu tun, dass man irgendwie, also ich weiß nicht, dass man irgendwie dann doch, oder vielleicht auch so mit meiner arbeiterlichen Prägung, so dann doch auch irgendwie so ein bisschen risikobereiter ist. Also ich glaube, es gibt beides, also größere Risikoangst, aber auch vielleicht, ja, größere Risikobereitschaft. Ich habe weniger Ängste vielleicht auch, das hat man ja während der Pandemie auch gemerkt, dass es so eine, auch improvisieren, dass man aushalten kann, dass es eben das dieses und jenes nicht gibt, oder dass irgendwelche Gewissheiten, also dass irgendetwas, was so gewiss war bis dahin, das finde ich auch ist eher so was, was so als, finde ich, Stärke auch aus dieser Zeit erwachsen ist, dieses ja, also alles kann sich ändern, und danach geht es dann aber auch wieder weiter so. Ja? Also es geht immer irgendwie weiter, und dann muss man nicht durchdrehen. Also das ist eben, wenn du einmal da durch bist, dann machen dir viele Sachen auch wieder nicht. Also ich finde, es ist auch so zweischneidig, weil du hast gerade gesagt, ne? Also es gibt schon ja auch sozusagen diese Ängste. Ja, es ist total, ne? Zweischneidig. Also es gibt ja auch dieses Wort so von Steffen Mau, dem Soziologen aus Rostock, das Wort von der Veränderungserschöpfung. Ja. Also dass man gerade eben, weil man so viel schon durchgemacht hat, dann auch nichts mehr, also keine weitere Veränderung, die sich nicht schon wieder auf was Neues einlassen muss. Vielleicht hat es auch ein bisschen was mit dem Alter zu tun. Ich würde das vielleicht eher so für die Generation meiner Eltern sehen, weil das für die einfach noch viel krasser war, der Einschnitt. Und wir ja schon auch die Profiteure auch sind von dieser Entwicklung und so doch, also diese, ja, so Ost-West-Biografien einfach haben. Vielleicht ist am Ende auch eine Frage der Persönlichkeit. Ich glaube, es gibt einfach einen gewissen Anteil Menschen, die kommen mit Veränderungen leichter klar und die trainieren sich dann durch Veränderungen, und denen fällt es dann halt wahrscheinlich immer leichter, je mehr sie schon hinter sich gebracht haben. Und es gibt welche, die haben vielleicht so ein bestimmtes Budget an Veränderungen im Leben, und wenn es voll ist, ist es voll. Also mehr können sie einfach nicht ertragen, und dann ist die nächste einfach eine zu viel. Zum Beispiel so eine Pandemie, ja. Möglicherweise, ist also eine völlig unbelegte Theorie von mir. Ich würde sagen, jetzt können wir doch vielleicht auch mal miteinander ins Gespräch kommen. Und jetzt, wer irgendwie was fragen möchte oder eine eigene Geschichte erzählen möchte, kann sich irgendwie bemerkbar machen. Dann kommt ein, ja, dann am besten ans Mikro, dann verstehen es auch alle. Extreme Flucht war das Wort? Nee, das war nicht extrem. Das war. Ich bin in eine Sekte gegangen und habe das noch nie so gesehen, dass das eine Generationssache ist. Ich bin wirklich extrem ausgetreten, sozusagen, aus der Gesellschaft. Also noch extremer als. Wie alt damals? Das war Ende 89 noch. Ich war 19. 19, ja. Ich habe es noch nie, also ich bin gerade so ein bisschen, wow.
Ja, wollte ich nur sagen. Danke fürs Teilen. Ja, ich kann das gut nachvollziehen. Ich war ja auch in so einer Sekte jetzt nicht so, ich weiß nicht, wo du warst und das waren so 4 Jahre und ich habe dann auch so ganz lange Kleider getragen und so Bibeln in Russland verteilt und ich komme mir ganz komisch vor, wenn ich darüber rede, weil es ist so wie so eine andere, als ob das eine andere Person ist, eine andere Person war, aber ja, das gehörte auch so zu meinem Leben und ich habe das auch immer so, ich habe darüber auch nie, also bis 2011 habe ich da auch über nie geredet. Also ich bin dann so, bin ja auch von, also es war in Hamburg und bin dann nach Berlin gezogen und es war so weg, so abgeschnitten und eigentlich erst als dann so diese Mundlos-Generation, also diese Mundlos-Geschichte so hochkam und ich mir so deren Biografien so anguckte, habe ich so... Einer der NSU-Terroristen. Ne? Genau, das ist einer der NSU-Terroristen, Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe und als ich mir so deren Biografien anguckte, wie die so abgedriftet sind und wie das ja auch so graduell passierte, es ist ja nicht, dass die von Anfang an im Untergrund gelebt haben und Migranten gejagt und ermordet haben. Das ist ja so ein Abrutschen und die Eltern spielten da auch eine ganz ungute Rolle und die Wendezeit und so. Und da ist mir so schlagartig klar geworden, dass es da offenbar so einen Generationenzusammenhang auch gibt. Und ich dachte, wenn ich irgendwie, ich war halt in Hamburg, da gab es nicht so viele Rechte, aber wenn ich vielleicht in Eisenhüttenstadt geblieben wäre oder ja, so in Rostock oder so, hätte ich vielleicht auch einer rechten Gruppierung enden können. Oder also bei diesen Islamisten heute, bei diesen islamistischen Frauen, da gibt es ja auch also diese Mechanismen, so, so anfällig zu werden für so Ideologien, die sind ganz ähnlich. Da gibt es schon auch ganz interessante Muster und da erkenne ich auch vieles so wieder, was mich damals so in so eine Gruppe gezogen hat. Das ist schon, und ich habe auch bei vielen Lesungen, ich war viel mit meinem Buch unterwegs und da sind immer wieder auch Leute auf mich zugekommen, die ähnliche Sachen erlebt haben. Also es ist schon irgendwie krass, also schon auch erschütternd, wie das dann auf eine Gruppe von Menschen gewirkt hat, auf eine bestimmte Altersgruppe. Ich möchte auch was sagen, ich bin eigentlich eure Generation, aber ich komme aus dem Westen und ich habe zufällig dieses Her Story und auch gerade das zu den Wendemanövern eigentlich zufällig gesehen. Das kommt ja leider mal zu so unglaublich späten Sendezeiten und das war irgendwie so Tagesthemen und danach irgendwie hängen geblieben und dann angeguckt. Und ich muss sagen, das hat mir so die Augen geöffnet, weil da ich in dem Alter mit 19 noch selber so unpolitisch war, auch eher aus so einem konservativen Elternhaus komme und zu merken, was da alles mit einem Federstrich abgeräumt worden ist, wie viele tolle, mutige Frauen es gab und auch nochmal ein Bewusstsein zu entwickeln, dass da man sich so, der Westen sich so drüber weggesetzt hat. Ich fand, für mich war so ein entscheidender Satz in dem Film, das ging nicht um eine Vereinigung, es ging um eine Erweiterung. Und das, finde ich, wurde mir auch in dem Moment nochmal klar, was da an Schätzen liegt, die wir gar nicht wahrgenommen haben, die einfach abgeräumt wurden. Und das passt für mich als Puzzleteil gerade ganz wunderbar zusammen. Ich habe am Sonntag den Film gesehen, Die Unbeugsamen. Und es ist ja ein rein westdeutscher Blick. Das ist auch total spannend. Das ist nur so ein bisschen westdeutsches Wundenlecken, was Frauen auch da erdulden mussten. Aber auch das ist für mich aus so einem konservativen Elternhaus kommend auch eine spannende Erkenntnis gewesen. Ich habe gerade das Gefühl, es lösen sich so ein paar Schleier, weil natürlich diese Frauen immer die waren, wo klar war, so willst du als Frau ganz bestimmt nicht werden. Und ich gucke jetzt drauf und denke, wow. Ja, was für tolle, mutige Frauen, aber auch eben wie unterschiedlich Ost und West und dass dieses Puzzle auch noch nicht so richtig beisammen ist, dass sich das vielleicht jetzt aufeinander zubewegt. Also das wollte ich gerne sagen, weil mich das gerade selber sehr bewegt und ich habe mich natürlich gefreut, Anke da zu sehen, weil wir uns aus einem ganz anderen Kontext auch kennen und dass nun heute dieser Abend war eine tolle Gelegenheit, das auch nochmal so zu sagen. Also vielen Dank, es war wirklich sehr erhellend und hoffentlich eben nicht das letzte Mal, dass so berichtet wird, ja, weil es doch da viel mehr Schätze gibt, als das vielleicht vielen im Westen, und ich muss zugeben, dazu gehöre ich auch, gar nicht so in dem Ausmaß klar war. Ja.
Ja, das Feedback freut uns natürlich sehr und wahrscheinlich am allermeisten Sabine, die den Film ja gemacht hat. Ich hoffe sehr, dass die ARD durch das positive Feedback auch angeregt wird, sowas durchaus öfter mal zu machen, denn das haben ja durchaus einige Menschen mit westlichem Hintergrund geschrieben, dass sie eigentlich gerne mehr wissen wollen würden. Und mein Eindruck ist, dass man bis jetzt gar nicht wirklich so unideologisch über solche Themen reden konnte. Also wenn ich es halt schon tausendmal versucht habe und irgendwas erzählt habe von zumindest in vielen Aspekten fortschrittlicherer Geschlechtergerechtigkeit oder von Kinderbetreuung oder was auch immer. Ich habe so oft danach den Satz gehört, ja, willst du die Mauer wieder haben und dann wander doch wieder aus. Was soll das denn? Als wäre es völlig ausgeschlossen, auf die Suche zu gehen, was man vielleicht auch aus der DDR lernen kann, was gut ist für unser gemeinsames Land. Das schien, dieser Gedanke schien irgendwie verboten. Na, lieber gucken den Eindruck, nach Skandinavien. Also, ja, die gucken nach Skandinavien, genau. Die das Bildungssystem aus der DDR abgeguckt haben, zum Beispiel Finnland nämlich. Da passiert das. Oder sie gucken zum Beispiel, ich habe ja viel mit dem Thema Geschlechtergerechtigkeit am Arbeitsplatz zu tun gehabt und dann geht es natürlich auch immer um Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Da wird auch geguckt, warum die denn in Skandinavien höhere Erwerbsquoten haben oder geringere Gehaltsunterschiede und gucken immer nur auf den bundesweiten Gehaltsunterschied von 21% zwischen Männern und Frauen. Aber wenn man sich die Bundesländer anguckt, stellt man fest, in den ostdeutschen Ländern ist er durchschnittlich 8%. In Baden-Württemberg ist er 27. Da können Sie doch auch gucken, warum ist er denn bei uns im Osten so niedrig. Da muss man doch nicht nach Schweden gucken. Aber das scheint nicht möglich zu sein, in das Naheliegende zu gucken, weil man dann ja was Positives entdecken könnte. Also es ist jetzt eine Vermutung von mir. Und ich glaube, das macht auch was mit Ostdeutschen, weil es eine Art von indirekter Herablassung ist, eine Art indirekter Demütigung. Und dazu kommt, jetzt aber ein bisschen bei dem Thema Medien, dass auch die Art und Weise, wie überhaupt Geschichte berichtet wird. Wir sind oft gar nicht Teil der Geschichte. Also wir sind Teil der Geschichte, wenn es um Mauerfälle geht und Jahrestage oder Stasi und so. Aber wenn es einfach um die Geschichte von egal was geht, wird immer nur der westdeutsche Strom erzählt und wir existieren gar nicht. Und ich glaube, das ist auch ein Stachel in der Gesellschaft. Das ist nicht gut. Und also es sind manchmal Belanglosigkeiten. Ja? Irgendwo habe ich gelesen, zum ersten Mal in Deutschland wurde das Abitur mit 18 eingeführt, wo ich dachte, hä? Hatten wir Jahrzehnte? Oder ich lese, deutsche Botschaft in der Mongolei feiert 40. Jahrestag. Ich dachte, hä? Und das ist erst 2 Jahre her. Das kann doch nicht sein, dass die DDR da keine Botschaft hatte. Google, Google, Google. Natürlich hatten wir Jahrzehnte länger eine Botschaft. Ja, war die nicht deutsch? Die war doch auch deutsch. Aber die wird einfach nicht mitgezählt. Oder dass normalerweise, wenn über Gleichberechtigung in irgendeinem Filmartikel die Rede ist, steht da immer einfach so der Satz, bis 1978 konnten die Männer den Frauen verbieten, arbeiten zu gehen. Ja, im Westen. Könnt ihr auch dazu schreiben. War im Osten nicht so. Und dieses ständige Weglassen unseres Teils der Geschichte macht halt auch was mit Menschen. Und deswegen finde ich das so wichtig, da gucke ich jetzt nochmal in eure Richtung, weil ihr beide ja, du bei den Filmmedien, du bei den Textmedien sehr nah dran seid. Es spielt ja auch eine Rolle, wer bestimmt eigentlich über die Inhalte? Ja, wer sitzt eigentlich wo? Was ist denn zu ostdeutscher Repräsentanz da zu sagen? Ja, da gibt es ja diese Studie von der Otto-Brenner-Stiftung, die ist dieses oder Ende letzten Jahres rausgekommen, die ist sehr interessant, die kann man auch immer noch lesen, da steht eigentlich alles drin. Auch die Erklärung dafür, warum das so ist, wie es ist, warum die ostdeutsche Geschichte oft weggelassen wird. Also zwei Seiten, einmal die Repräsentanz, also die bundesdeutschen Leitmedien, da muss man wirklich ostdeutsche Journalisten mit der Lupe suchen. Eine Ausnahme ist vielleicht ein bisschen die Zeit inzwischen, also die durch diese Ossi-Zeit auch einen eigenen Pool von starken Stimmen sich entwickelt hat, die jetzt auch ins Hauptblatt drängen, aber sonst bei den anderen Zeitungen sind eigentlich die ostdeutschen Themen, die Ostdeutschen eigentlich immer nur als Problembären tauchen sie auf. Ja, also in den 90er Jahren waren es halt die Stasi-Geschichten, das hört jetzt ein bisschen auf. Und jetzt halt eher so Pegida, AfD oder Impfverweigerer also irgendwie immer problembehaftet und schwierig und demokratieresistent und irgendwie auch ein bisschen blöder als andere. Also ich überspitze jetzt, aber so in diese
in diese Richtung. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass auch, also Chefredakteure gibt es, glaube ich, gar keine Ostdeutschen irgendwo. Also vielleicht bei der Thüringer Allgemeinen oder so gibt es, glaube ich, einen Ostdeutschen. Aber selbst in den westdeutschen Regionalmedien, in den ostdeutschen Regionalmedien, Regionalzeitungen, die gehören ja auch alle westdeutschen Verlagen, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Und selbst bei den Ausnahmen gibt es keine kaum Ostdeutsche in Führungspositionen. Und bei den digitalen Medien und elektronischen Medien ist es auch ähnlich. Also auch bei RBB oder MDR. Gut, MDR hat jetzt eine Intendantin aus dem Osten, aber als jetzt zum Beispiel ein neuer Chefredakteur gesucht wurde, sowohl für MDR als auch RBB, da wurden Herren aus dem Westen auch wieder eingestellt. Also, und es gibt dann schon einem auch wieder so ein bisschen einen Stich. Und natürlich ist es so ambivalent, dass so, also jetzt gerade auch 32 Jahre nach dem Mauerfall, es gibt auch Leute, ja. Also, weil Eliten sich immer aus sich selber reproduzieren. Klar. Und weil das eben, das ist ja quasi, das ist ein bisschen wie so ein abgefahrener Zug eben auch. Aus der Nachwendezeit, wo ja klar war, dass man eben auch nicht wollte, dass SED-Behaftete eben in leitenden Funktionen bleiben. Also hat es da einen Austausch gegeben mit Westdeutschen. Aber man hat versäumt, das dann irgendwann wieder sozusagen gesunden zu lassen, zu durchmischen oder irgendwas. Irgendwie so eine spezielle Ostforderung oder so Tandems oder keine Ahnung irgendwie. Ich weiß nicht, ich will jetzt nicht von der Ostquote reden, dafür ist es jetzt wahrscheinlich sowieso auch zu spät, aber warum eigentlich? Also ja. Ich habe genauso für Frauenquoten in Top-Führungspositionen gekämpft. Ja, ich finde, also es eigentlich finde ich, ist es Zeit für eine Ossi-Quote. Ja, aber es wäre jetzt ein Ost. Ja, also ich finde das auch ist immer schwieriger. Weil ja, also ich weiß, dass es schwierig ist zu definieren, wer ist eigentlich Ossi, und das ist eine berechtigte Frage. Aber die Ossis werden ja auch von anderen differenziert. Es gibt eine Mütterrente, die für Ossis kleiner ist als für Wessis. Es gibt Tariflöhne, die für Ossis kleiner sind als für Wessis. Es gibt Rentenpunkte, die für Ossis kleiner sind als für Wessis. Den Generationen lässt sich das auch noch leichter. Aber das ist ja jetzt alles noch gültig. Und da stellt keiner die Frage, wie differenziert man denn, wer Ossi ist oder Wessi. Da findet man immer einen Weg, sie genau zu differenzieren und zu sagen, du kriegst weniger Geld und du kriegst mehr. Ich hatte gerade vor ein paar Wochen eine Wahlkampfveranstaltung, weiß irgendwo in Oberhavel, wo es um dieses Thema ging. Und da stand jemand im Publikum auf und sagte, ich bin Reservist und ich habe manchmal einen Einsatz irgendwo in den sogenannten neuen Ländern, die ja nach 32 Jahren immer noch so heißen, komischerweise. Und manchmal habe ich einen Einsatz in Westdeutschland. Und wenn ich als Reservist im Westen bin, kriege ich mehr Geld, als wenn ich als Reservist im Osten bin. Wenn er ein Hochwasser an der Oder bekämpft, kriegt er weniger Geld, als wenn er ein Hochwasser an der A bekämpft. Warum? Das kann man doch niemandem mehr erklären. Aber solange es getan wird, kann man doch auch sagen, wollen wir in Führungspositionen irgendwelche Ossis haben. Also da, es gibt ja tatsächlich da auch von der Universität Leipzig eine Elitenstudie, wonach unter den Top-Eliten bundesweit über alle Branchen hinweg Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, Medien nur 2% Ostdeutsche zu finden sind. Und dass selbst in ostdeutschen Ländern... Das ist da aufgerundet nach oben, Anke. Waren ich glaube, es sind 1,7. Ich war großzügig. Jedenfalls, selbst wenn man nur ostdeutsche Länder anguckt, sind 85% der Eliten in Ostdeutschland Westdeutsche. Und als ich hier angetreten bin als Kandidatin als Direktkandidatin in Oberhavel, dann habe ich von den 6 Parteien, die im Bundestag sitzen, 5 KollegInnen gehabt, die alle aus dem Westen kamen. In Brandenburg. Ich habe gar nichts dagegen, wenn Ossis und Wessis in andere Länder wandern und da auch kandidieren. Nichts. Aber es ist irgendwas faul, wenn es 5-1 ist, mitten in Brandenburg. Also irgendwas ist da nicht in Ordnung. Einfach ein Problem. Ich glaube trotzdem, dass es sich auswachsen wird. Also ich finde es gut, über eine Ostquote zu diskutieren, weil es das Thema... Aber es ist hier schlechter geworden. Das ist das schlechteste Verhältnis, das wir jemals hatten. Wo jetzt? Beispiel Kandidaten in Oberhavel. In Oberhavel, ja, da müsste man bräuchte eigentlich eine repräsentative Studie, ob das jetzt nur in Oberhavel so ist oder ob das auch in anderen Kreisen so ist. Ich habe schon den Eindruck, dass da jetzt so eine Generation unter mir, also so Ende 20, Anfang 30, dass die ganz anders auftreten, dass sie auch ein anderes Selbstbewusstsein haben. Und ich glaube, dass das sich wirklich in 20, 30 Jahren
dass sich das geben wird. Da bin ich noch jetzt mal 20, 30 Jahre ja, will ich gar nicht warten. Das ist ja, ich meine, wir haben jetzt 30 Jahre Mauerfall, 30 Jahre sind ja nicht lange. Also im einzelnen Leben ja, aber wenn es um gesellschaftliche Veränderungen geht, eben nicht. Und ich denke, so eine Regel, da bin ich jetzt vielleicht ein bisschen, wenn man sowas macht, das ist dann ein Gesetz und das muss ja dann auch viele Jahre gelten. Und ich denke so an Leute, die halt mit ihren Eltern vielleicht Anfang der 90er Jahre, eine gute Freundin von mir, nach Freital gekommen und die ist halt, die fühlt sich eigentlich auch eher als Ossi, ist aber in Hannover geboren. Also was macht man dann damit, ja? Also das ist ja, muss ja dann auch alles irgendwie gerichtsfest sein und so, und von daher denke ich, lieber vielleicht eine andere Sache, sowas wie, also diese Kommission Deutsche Einheit, die hat zum Beispiel eine ganz gute Idee gehabt, so eine ostdeutsche Studienstiftung, also dass man die Nachteile, also im Osten gibt es ja immer noch viel mehr Kinder und Jugendliche, die irgendwie eher aus einem Arbeiterhaushalt kommen und die dadurch Nachteile haben, auch Karrieren zu machen, also dass man sowas eher so ausgleicht mit einer ostdeutschen Studienstiftung, um halt ostdeutsche junge Menschen zu fördern. So. I don't know. Also am Ende ist mir auch egal, mit welchem Weg man es erreicht. Ich würde nur halt gern mal irgendwo einen Fortschritt sehen und das ist nicht der Fall. Oh, ich kriege eine Uhr gezeigt. Ich würde vielleicht noch einen Kommentar aus dem Publikum oder eine Frage. Hat noch jemand irgendwas? Weil hier muss noch bis Berlin gefahren werden. Das ist bekanntlich ein Ende weg und es muss sehr früh aufgestanden und klug gearbeitet werden. Das wollen wir nicht unterwandern. Da gibt es noch einen Kommentar. Den nehmen wir noch. Bestimmte Dinge, ich weiß auch nicht, vielleicht hat der Ossi auch so ein bisschen so seine Lethargie und wir hatten auch einen Brain Drain, ne? Ihr habt das ja alle beschrieben, wir sind alle irgendwo hingegangen, ich bin auch nach dem Studium erstmal in den Westen gegangen und das macht natürlich auch was damit, weil naja, der Begriff sagt das nur, das muss man auch mit praktischem Hinterkopf behalten und eine Quote ist total schwierig, weil wo ist denn die Quote, wenn die da sozialisiert werden, wo Angela Merkel jetzt Ossi oder Wessi oder wir müssen das thematisieren, unbedingt. Also das ist übel, dass es sozusagen so ist. Die Gründe sind auch klar. Also wie die Franzosen sozusagen die Probleme mit ihren Elite-Unis haben, so haben wir letztendlich das Problem mit dem Ost-West und wir müssen das auswachsen. Wir sollten kämpfen, dass es nicht 30 Jahre dauert, aber wir müssen das trotzdem anders vielleicht angehen als das Thema zum Beispiel der Naja, es bleibt ja dabei, finde ich, dass es also darum gehen muss, dass man sozusagen immer stetig auch am Narrativen, an diesen Diskursen, dass es so ein Selbstbewusstsein gibt, mit dem man von der eigenen Biografie erzählt. Und ich finde, da sind Ostdeutsche auch jeden Tag, auch sozusagen jeder Einzelne gefragt, auch sich einzubringen. Also ich meine, wenn in so einer Ortsgruppe dann eben nur Westdeutsche sind, erzählt das A eben was über Westdeutsche, aber es erzählt natürlich auch was über Ostdeutsche. Und das ist etwas, finde ich, was man sagen bei allem, was so an, ja, das ist ne, Führungspos und so weiter. Also all das kenne ich aus Kino und Fernsehen auch. Aber trotzdem bleibt, dass jeder Einzelne auch aufgerufen ist, aus der Deckung zu treten. Wir, also gefühlt, finde ich, sind Ostdeutsche seit 30 Jahren in der Deckung. Je älter sie sind, desto mehr sind sie in der Deckung.
Und natürlich gibt es Ausnahmen, aber und so aus der Deckung kommen, finde ich, es bleibt so die Aufgabe auch für jeden Einzelnen. Mit der eigenen Biografie, mit dem, was man seinen Kindern erzählt, was man seinen Enkeln erzählt. Also so, das finde ich, kann man nicht, kann nicht nur Politik von oben sozusagen jetzt entscheiden, sondern das bleibt, finde ich, auch so ein bisschen bei jedem als Aufgabe, finde ich so. Und das ist eben auch ein Prozess und das ist auch nicht nur angenehm, will ich sagen. Es ist wirklich nicht nur angenehm, mit der Biografie sozusagen so herauszutreten und zu sagen, okay, das war's. Und es ist sicher nicht nur gut gelaufen, also sozusagen auch schon mit einer selbstkritischen Reflexion, aber eben zu bestimmten Dingen auch zu stehen. Das war ein sehr schönes Schlusswort. Einen letzten Satz würde ich dir trotzdem noch entlocken, und zwar, du arbeitest ja noch an einem neuen Filmprojekt. Das hat ja ein bisschen mit dem Thema des Abends zu tun. Verrat uns mal in sehr kurz noch ein bisschen was über das Projekt, dann haben wir nämlich was, worauf wir uns als nächstes schon freuen können. Ja, ganz kurz, also ich habe ja mit Zonenmädchen und Montags in Dresden so gefühlt, sowas ein bisschen wie so eine Ost-Triologie, und dachte dann immer, das muss ich jetzt mal abschließen, ich muss auch mal auf zu anderen Themen, ja. Ich kann ja nicht immer nur darüber, also habe ich überlegt. Ne? Und dann kam 2017 und dann sah ich eben in Berlin, insofern war das auch schön, als du das dann in Berlin erzählt hast, du konntest es ja nicht wissen, dass es mir ähnlich ging. Und dann sah ich da sozusagen in der Elefantenrunde eigentlich sozusagen nur ostdeutsche oder fast nur ostdeutsche Frauen, die da saßen, also Frau Merkel, Frau Wagenknecht, Frau Kipping, Frau Göring-Eckardt, also ja, sozusagen aus Frau Schwese, also sozusagen Frau Petri eingeschlossen, also sozusagen in allen Spektren sind es ostdeutsche Frauen, die auch in der Politik ja überrepräsentiert sind, mit Familien, mit Kindern meistens. Das ist sozusagen momentan, das jetzt habe ich erkoren als der Schluss meiner Ost-Triologie, dass ich also jetzt fürs Kino arbeite und es geht über ostdeutsche Frauen in der Politik, also und zwar der mittleren Generation. Es geht nicht um Frau Merkel, sondern es geht um sozusagen die Generation drunter, und eine der Protagonistinnen ist Anke. Deswegen das vielleicht noch aufzulösen an diesem Abend. Genau, so sind genau, auch wir dann aufeinander. Weil ich finde, dass wirklich gute, wichtige Impulse eben auch von ostdeutschen Frauen mit ihrem Verständnis von Vereinbarkeit, von Teilhabe, von Gleichstellung und so weiter halt in der Politik auch da sind. Ja, also auch da geht es um Sichtbarkeit. Kommt irgendwann nächstes Jahr, ne? Ja, genau. Also Corona ist halt eine Sau und fährt mir ständig in die Beine, was dieses Projekt anbetrifft. Genau. Und ich meine, Politikerinnen, können Sie sich ja vorstellen, die am Handy oder vor der Zoom-Schalte sitzen, das ist ja uninteressant. Das muss ich ja nicht drehen. Also ich brauche echtes Leben. Aber wir haben einen Drehtag hier im Fürstenberger Bahnhof gehabt. Der wird also in diesem Kinofilm, wenn er nicht rausgeschnitten wird, wird dieser Bahnhof drin sein. Und ich verspreche, wann immer der Film fertig sein wird und kommt, wir werden ihn eines Tages hier sehen. Wir werden dich wieder dazu einladen und dann treffen wir uns alle wieder. Man sieht sich vielleicht auch vorher schon nochmal, weil das ist noch ein bisschen hin. Ich möchte an dieser Stelle herzlichen Dank sagen fürs Kommen, fürs Zuhören, fürs Mitreden und wünsche allen, dass sie gut nach Hause kommen, dass sie gesund bleiben und sage Dankeschön. Ich erwähne nochmal diesen kleinen Tisch da hinten, falls jemand einen Film oder ein Buch erwerben möchte. Ich würde gerne auf ein ganz anderes Thema hinweisen. Nur eine Veranstaltung morgen um 18.30 Uhr kann man in der Alten Reederei sich über Mobilität informieren und den Kandidaten der Grünen zum Landrat kennenlernen, den Clemens Rostock. Das ist also morgen um 18.30 Uhr in der Alten Reederei. Er spricht über Mobilität. Nahverkehrskonzept, öffentlichen Nahverkehr. Das ist so das Thema.
Ist übrigens ein sehr guter Kandidat, den ich auch wählen werde. Weiß nicht, ob das jemand interessiert, aber ich wollte es mal gesagt haben.